Na nur mitten in der Nacht? Ja, ich hab dich schon gesucht. Mich? Ja. Ist das hier immer so laut? Nee, meistens lauter. Du Manfred, sag mal, wo krieg ich denn jetzt noch eine Forelle als Pik her? Kannst du das mal wiederholen? Eine Forelle in Aspik, das ist ein Fisch, ungefähr so groß. Quatsch nicht, was verstehst du darunter? Worunter? Und doch Forelle mit Aspik. Forelle mit Aspik? Manfred. Unterhalt mich nicht mit einer Verrückten. An alles habe ich gedacht, nur diese dämliche Forelle habe ich vergessen. Hab mir alles ganz genau aufgeschrieben. Nur die Forelle habe ich vergessen. Du weißt doch, dass Bruno die so gerne isst. So ein Blech interessiert mich nicht. Alles habe ich gekauft. Sogar französischen Schaumwein und Kalbszungen mit kleinen Ärztchen. Himbeeren mit Sahne. Danke, hab schon gegessen. Sauerkraut mit Bratwurst. Nee, das ist Bruno nicht. Manfred, wo kriege ich denn jetzt noch so ein Ding her? Du kennst dich doch hier aus. Der Bruno ist doch auch dein Freund, oder? Klar ist er mein Freund. Ja, dann kannst du dir auch was für ihn tun. Hat ja ein paar Jahre auf Hausmannskost trainiert. Das wirst du nicht gleich umschmeißen, wenn du Gang fährst. Du hättest mich eigentlich auch einladen können. Ja, ja, von mir aus. Morgen. Heute möchte ich erstmal ein bisschen mit ihm allein sein. Bisschen Sülzen, was? Bisschen was? Na, du weißt schon. Allein sein. Klar, verstehe ich das. Naja, du kannst ja nachher vielleicht mit mir zum Bahnhof kommen. Nur der 10 kommt er an. Ach, lass mal, wenn er sofort über meine Pupille stolpert. Ich will ihm die gute Laune nicht so schnell verderben. Ist was? Ach, Unsinn. Er wollte, dass ich ihm was besorge. Aber ohne ein paar Lappen? Was besorge? Nichts Besonderes, aber... Ein Revolver? Wie kommst du denn darauf? Bin ich aber sehr froh darüber, dass du das nicht bekam hast. Fragt sich bloß der Bruno auch so froh darüber, wenn er das hört. Das lassen wir meine Sorge sein, wenn er erstmal bei mir ist. Willst du ihn etwa zu dir verschleppen? Bei meiner Wirtin? Nein. Mein Chef hat mir in der Fabrik einen Raum zur Verfügung gestellt. Oh, ganz gemütlich. Auch hier schon so alles vorhanden. Auch ein Sofa? Du wirst lachen, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wartest du auf was? Wozu brauchst du eine Kanone? Zum Spatzenschießen, du Heini. Margot hat mir neulich sowas angedeutet. Willst du ganz eine verpassen? So, hat sie. Ich würde es nicht tun. Hast du mir deshalb keine besorgt? Weil ich keine Mäuse habe. Keinen Kies? Dann besorg dir was. Sag mir wo, ich gehe sofort hin und hole es. Wie viele Banken gibt es hier in der Gegend? Hast du ein Konto? Wie viele Leihhäuser? Ach, aber ich habe nichts, für die mir Geld geben. Zeig ihnen eine Pistole. Oder noch besser eine MP. Lass mal sehen, wie schnell die ausspucken. Das ist mehr was für dich. Dann besorg mir gefälligst die Dinge, die ich da vorzeigen kann. Aber gern, sofort, bitte gleich, nur 5 Scheine und dann... Das kann ich allein, du Flasche. Vielleicht? Komm mit, ich will dir was zeigen. Hey, lass nicht so. Scheiß Hochzeit. Wenn du Margot heiratest, willst du dann auch solche Trauzeugen haben? Wenn ich Margot heirate, kannst du meinetwegen den Präsidenten von der Schmiere als Trauzeugen bestellen. Und seinen Senator dazu. Sag mal, wer hat dich eigentlich auf den Gedanken gebracht, dass ich mit ihr verlobt bin? Du wahrscheinlich. Sehe ich so aus? Wenn man dich nicht kennt. Du hast so treue Augen. Halt die Luft an. Ist Cherie noch am Laufen? Ah, ich glaube ja. Natürlich.
Vorige Woche habe ich ihn noch gesehen. Hat aber immer noch Hagerschicht. Cherie muss ein paar Kohlen ausspucken. Das ist der Hintereingang und das da der Haupteingang. Sag doch gleich da drin Bescheid, dass wir den Laden ausräumen wollen. Müssen wir das hier besprechen? Wahnsinn. Ausgerechnet bei Walkowski. Er passt auf seine Mäuse auf den Schießhund. Aber er hat doch die meisten. Ach, das Risiko ist viel zu groß. Danke. Bitte schön. Wenn wir geschickt sind, bringt das keine Lampen. Und die Schmiere? Die geht jetzt jeden Tag anders. Ah, vor allem brauchen wir jetzt ein paar Kracher. Willst du die auch wirklich wegen Walkowski? Oder für Glanz? Kannst du welche an Land ziehen oder nicht? Ich weiß es nicht. Was ist bloß mit dir los? Bist du von der Heilsarmee kassiert worden inzwischen? Wieso denn das? Weil du so dämliches Zeug quatschst. Ich such dich schon. Was ist denn? Bei Schmidt sitzt ein Soldat. Bei Schmidt sitzt ein Soldat. Na und? Lass ihn noch sitzen. Aus Fischbeck. Er will was verkaufen. Was denn? Zwei Maschinenpistolen und 4.38er. Aber die Dinger sind doch heiß. Mein Freund meint, die hast du doch geklaut. Na meinst du, die kriegen wir geschenkt? Was denn die Sachen? Immer mit der Ruhe. Wir können dich doch einfach hopp gehen lassen, Kleiner. Wie denn? Also, was willst du haben? 500 Mark? Einen halben Riesen? Oh. Du bist ja besenkt. Dafür kann ich sie mir neu kaufen. Na, die sind fast neu. So ist das nicht gemeint. Ich will dir was sagen. Einen Schein mit 100 Schuss Munition. Ich hab die geklaut, weil ich Geld brauche. Was ist denn ein Schein? 100 Niese. 5 Pfund. 20 Heiermänner. 100 Mark. Ist zu wenig. Bleib sitzen. Wann brauchst du denn die Mücken? Heute. Okay. Heute Abend 22 Uhr. Hier. Und dann? Komm her, dann wirst du schon sehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich wieder Ausgang kriege. Oh, das will ich dir raten. Die kleinen Schießerchen sind dann griffbereit. Klar? Aber Zug um Zug. Ja. General, willst du nicht beschäumen? Er meint, du möchtest bitte bezahlen. Oh, Entschuldigung. Du. Schieß in den Wind, Kleiner, du warst eingeladen. Hau ab. Danke. Vaterlandsverteidiger, schöne Scheiße, wenn wir uns auf die verlassen sollen. Der ich. Margot, na nur, kommst du denn her? Na, du sag ich wohl besser. Ach, Manfred, Dirk, was machst du denn hier? Man hat mir gesagt, dass du hier bist. Ich dachte, du wolltest... Setz dich. Käffchen? Nein, nein, ich muss gleich wieder weiter. Du, ich möchte dir etwas sagen. Bringst du mich ein Stück? Kann Manfred das nicht hören? Ach du, ich hab nicht so viel Zeit. Komm, bitte. Okay. Sag mal, was hat eigentlich Margot gegen mich? Sie hat gesagt, wenn ich nicht wäre, würde sie dich heiraten. Bin da nicht. Doch, ehrlich, sie hat ein richtiges Faible für dich. Und sie hat ja kein schlechter Anblick. Eben, und anständig. Rock dich mal ran, mein Junge. Ach, so läuft die Kurbel. Du willst sie langsam abfahren lassen? Nee, ich bin doch nicht verrückt. Ganz schnell. Wenn ich die Rübe wohl im Sand stecken kann, dann hier. Hier? Ludwig ist hier Etagenkellner. Wenn ich damals bei dem Prozess gesungen hätte, hätte er auch 5 Jahre gekriegt. Wenn nicht mehr. Meinst du? Und die kriegt er auch heute noch. Ja. Ausgibtschmuggel verjährt nicht, die falsch parken. Du wirst dich jetzt unauffällig nach nebenan verpissen. Wenn was los ist, gibst du mir ein Zeichen, klar? Was soll ich denn die Kanonen machen? Das ist doch jetzt scheißegal. Wie konnte ich wissen, dass die gleich umfällt? Dass du irgendwas getroffen haben.
eigentlich was los ist. Na ja, sie ging auf mich los und da habe ich zugeschlagen. Sonst hätte sie doch erschossen, oder? Mir gefällt das alles nicht. Meinst du mir? War Bruno heute hier? Nein. War den ganzen Abend nicht da? Haben Sie ihn wirklich nicht gesehen? Wirklich nicht. Danke schön. Wiedersehen. Mhm. Nicht viel los heute. Haben Sie Bruno Kapp gesehen? Na, komisch. Wer sich heute Abend alles für den schönen Bruno interessiert. Wieso? Haben Sie ihn gesehen? Im Gegenteil. Ich suche ihn auch. Wir alle suchen ihn. Das verstehe ich nicht. Was soll das heißen? Fragen Sie doch mal den nächsten Schmiermichel. Schmiermichel? Na, die Polente. Die interessiert sich nämlich besonders für ihn. Nee? Bruno Kapp gesehen? Nee. Nur noch ein Bitte. Bitte gehen Sie doch weiter. Bitte seien Sie doch vernünftig. Na los, Leute, geht doch weiter. Weiter. Es gibt doch gar nichts zu sehen. Weitergehen, bitte. Ach, Manfred, im Himmel, was ist denn passiert? Die Schmiere können das nicht mehr mit ansehen, dass Bruno sich Achtung, mit ihr immer in der Fabrik treffen muss. Achtung, suchen Sie hier im Hotel ein nettes Zimmer für ihn. Du redest dich Blödsinn. Was ist los mit Bruno? Was hat Bruno mit dem da zu tun? Nicht viel, eigentlich nur, dass er es ist, den Sie suchen. Nein. Hier geht darunter. Aufmachen, Polizei. Aufmachen, Polizei. Aufmachen, Polizei. Nein, Bruno tut sowas nicht. Bruno? Wer hat dir bloß sowas ins Gehirn geschmiert? Wer ist nicht harmlos? Wenn einer harmlos ist, dann bist du. Mensch, wach doch endlich auf. Von dir wollte überhaupt nichts. Verzeihung, Geld wollte natürlich. Kies, Kohlen. Und das Aushängeschild Margot. Vor 5 Jahren und heute. Ein Aushängeschild? Wovon redest du denn überhaupt? Das ist doch alles nicht wahr! Naja, du bist eine der wenigen, die hier rumlaufen und nicht registriert. Bruno denkt eben an alles. Denkt er. Das ist nicht wahr. Manfred, das stimmt doch einfach alles nicht, was du von ihm erzählst. Das kann doch nicht stimmen. Das hast du dir doch bloß ausgedacht, um mich damit zu ärgern, weil ich manchmal nicht so nett zu dir gewesen bin. Du lügst doch, Manfred. Gut, ich lüge. Meinst du, sie suchen ihn? Sie suchen ihn jetzt, weil er falsch geparkt hat? Kommen Sie doch mal her hier. Ausweis. Er hat seine Braut vom Kopf gehauen. Er braucht noch ein paar 100-Mark-Scheine. Tot ist die Kleine. Was ist das für eine Frau? Weißt du, wie viel die Uhr ist? Wie viel? Vielleicht gibt dir der Chef einen Peterwagen und schaffst das nicht mehr pünktlich. Habe ich sie von einem Rendezvous abgehalten? Halt's Maul. Ach, die Lilo wird schon ein paar Minuten warten, sonst lasse ich sie ausrufen. Dreh nicht durch, Mensch. Verflucht, die kommen mir genau vorbei. Den nehme ich sehen, nehme ich mit. Bitte, meine Herrschaften, gehen Sie doch weiter. Das ist doch alles Steck vorbei. Steck mal deine Handtasche. Treten Sie zurück. Bin müde. Achtung, aufpassen! Bruno! Machen Sie keinen Unsinn. Gehen Sie zur Seite! Gehen Sie zur Seite!